Danach war Kinshasa an der Reihe. Warum hat Dufresne sie mitgenommen? Aus Sicherheitsgründen. Er wollte den Handel mit dem roten Quecksilber abschließen und hat seinen Partnern misstraut. Ich sollte mich im Hintergrund halten und wenn nötig einschreiten. In diesem Moment zahlte sich Lamberts Plan aus. Ich war dort und ich war allein. Es war ein leichtes, das Meeting abzuhören. An dem Tag erfuhren wir, was Dufresne vorhatte. Sie kommen spät. Ich hatte meine Gründe. Und was waren das für Gründe? Es waren sehr gute Gründe. Ich hoffe, die Sache ist damit erledigt. Meine Herren, es wird schwierig sein, eine fruchtbare Zusammenarbeit zu erreichen, wenn wir uns schon vor Beginn der Konferenz streiten. Es wäre wirklich eine Schande, wenn unsere Koalition so kurz vorm Ziel scheitert. Fassen wir uns kurz, damit wir einander nicht allzu lange ertragen müssen. Nun gut. Mein Team liegt im Zeitplan. Wir haben ein Ziel ausgewählt und den Transport der Geräte arrangiert. Meine Männer sind im Besitz des Öltankers. Sie sind ausreichend geschult, um ihn in den Hafen von Los Angeles zu steuern. Rahim Kadirs rotes Quecksilber ist von guter Qualität. Nachdem Sie bezahlt haben, erhalten Sie die Ware. Sie schulden uns auch noch die Reiseroute des Präsidenten beim Nashville-Besuch. Sie wollen drei Ziele gleichzeitig angreifen. Gut. Kommen wir nun zum Transport der Geräte mit dem roten Quecksilber. Masoud, bitte. Ja, was ist? Wie bitte? Dem lasse ich die Haut abziehen. Dem Bastard reiße ich seine Ohren ab. Was ist los, Masoud? Meine Herren, die Konferenz ist beendet. Was? Dieser arrogante Bastard. Und? Was schlagen Sie vor? Ich versuche herauszufinden, was mit diesem irren Masoud los ist. Ich melde mich bei Ihnen. Gut, machen Sie schnell. Ich bleib nicht lang hier. Es steckt mehr dahinter, als Lambert dachte. Ich muss so schnell wie möglich. Wo stecken Sie? Was soll ich bis dahin machen? Takfir ist ein stadtbekannter Dieb. Und Masoud kann man auch nicht trauen. Gehen Sie in die Suiten dieser beiden Herren und durchforsten Sie Ihren Mailverkehr. Ich will sicher sein, dass Sie auf unserer Seite stehen. Das hätten Sie mir früher sagen sollen, Boss. Ich habe keine Ausrüstung. Wenn man Sie nicht sieht, brauchen Sie die nicht. Und Fischer, ich wünsche, dass niemand getötet wird. Noch sind diese Herren unsere Verbündeten. Takfir und Masoud sind weitaus tiefer in die Sache verstrickt, als wir dachten. Besorg mir alle Infos, die du über die beiden finden kannst.
Geschmack. Obidros. Anscheinend fällt hier einmal pro Stunde der Strom aus. Ja, das liegt daran, dass die verdammten Rebellen die Kraftwerke beschießen. Sag das hier nicht zu laut. Die bringen uns sonst um. Die brauchen uns für die Generatoren. Die legen uns schon nicht um. Zur Regierung? Zu den Rebellen? Nein und nein. Gut. Die Rebellen arbeiten mit Terroristen zusammen. Und die Regierung arbeitet für amerikanische Bergbauunternehmen. Ich arbeite einfach nur so. Die Rebellen operieren mit den Tankieren? Das weiß doch jeder. Die kontrollieren den gesamten Stadtteil. Und auch dieses Hotel. Halten Sie sich von den Straßen fern. Danke für den Tipp. Fällt hier einmal pro Stunde der Strom aus. Ja, das liegt daran, dass die verdammten Rebellen die Kraftwerke beschießen. Sag das hier nicht zu laut. Die bringen uns sonst um. Die brauchen uns für die Generatoren. Die legen uns schon nicht um. Anscheinend fällt hier einmal pro Stunde der Strom aus. Ja. Thank you.
Sie kommen spät. Wo stecken Sie? Ich bin gerade im Hotel angekommen. Seien Sie vorsichtig. Ich will nicht, dass Sie an... Kein Walohne. Eine mit Akkid blieben, kein Walohne.
Erzähl mir einfach, was los ist. Im Hotel? Die Rebellen haben es besetzt. Gehörte mal einem Minister. Deswegen halten die hier gerne Konferenzen ab. Wurde wohl schon oft beschossen. Die Regierungstruppen benutzen es für Schießübungen. Die mögen den Minister auch nicht. Auf wessen Seite stehst du? Ich will, dass die Kämpfer aufhören. Wir haben danach jedes Mal Stromausfälle. Und ich muss dann arbeiten gehen, während noch geschossen wird. Damit kommt es.
شوف شي حاجة فين راسك Warum müssen wir zu zweit nachprüfen, ob alles abgeschaltet wurde? Damit wir uns gegenseitig im Auge behalten. Hält Masud mich etwa für einen Verräter? Er hält jeden für einen Verräter. Deswegen ist er noch am Leben. Beförder! Warum müssen wir zu zweit nachprüfen, ob alles abgeschaltet wurde? Damit wir uns gegenseitig im Auge behalten. Hält Masud mich etwa für einen Verräter? Er hält jeden für einen Verräter. Deswegen ist er noch am Leben. Thank you.
ganz gut. Über die Details sprechen wir später. Je mehr Informationen Sie über unsere Partner sammeln, desto besser. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Das hoffe ich für Sie. Bis jetzt ganz gut. Über die Details sprechen wir später. Je mehr Informationen Sie über unsere Partner sammeln, desto besser. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Das hoffe ich für Sie. Jei, kann das bitte so? Ah!
damals schon nicht mehr. Ok, quando ecco parlando di visto un po' di mingla. Alarm schon eins.
Kazdunia! اظهرني سمعك شي حاجه تماك شنو هذا؟ عاوني!
Das hier dauert nicht lang. Lass mich los, du! Wenn du schreist, hast du ein Problem. Wo sind die Pläne für eure Operation? Von mir erfährst du kein Wort! Haben schon viele zu mir gesagt. Die wenigsten sind dabei geblieben. Stopp! In der Suite! Ein Gemälde! Dahinter ist ein Safe! Zufrieden? Kann ich jetzt gehen? Wieso bist du? اشنو كان هاتفو؟ ارجع اللور، انا غنفح الباب. اوكي، كيتسكلم عليك، صافي بدل صعبة. غادي نفعل. Thank you.
gib mir eine. Schnell! Une bonne musique à Kaiser toujours qui tourne. Thank you.
Williams hat mir ein Memo geschickt. Er wird langsam nervös. Du musst dich mehr anstrengen, Sam. Sind Sie da, Boss? Die Konferenz war schneller vorbei als erwartet. Haben Sie alles erledigt? Hab alles, was Sie wollten. Ausgezeichnet. Was halten Sie von mir? Ich habe ein paar Mal das Leben gerettet, als ich in Schwierigkeiten steckte. Nur wenige Dinge auf dieser Welt sind wichtiger als Loyalität. Ohne sie fehlt die Basis, um Großes zu vollbringen. Das ist auch der Grund, warum wir Jäger aus dem Weg schaffen mussten. Warum dieses Thema, Boss? Unter uns ist ein Verräter. Sagt wer? Während der Konferenz erhielt Massoud einen Anruf von einem seiner Männer. Was er hörte, war wichtig genug, um das Treffen zu beenden. Sind Sie da absolut sicher? Mr. Takfi hat es mir bestätigt. Der verfügt über gute Quellen. Und was machen wir jetzt? Sie töten ihn. Was? Die drei Gruppen vertrauen einander nicht. Wenn wir Hamza aus dem Weg schaffen, steht Massoud in unserer Schuld. Das wäre ein Vorteil. Sagten Sie Hamza? Ja, Hisham Hamza. Kennen Sie ihn? Hab ein, zweimal auf ihn geschossen. Dann wissen Sie, wie er aussieht. Ja. Gut. Ich empfehle Ihnen, ein möglichst unerfreuliches Geschenk in seinem Auto zu deponieren. Das wird am einfachsten sein. Noch Fragen? Nein. Nun gut. Melden Sie sich über Funk, sobald Hamza erledigt ist. Lambert, bitte melden. Was gibt es, Fischer? Hisham ist in Kinshasa. Emil will, dass ich ihn umlege. Das wissen wir. Die CIA hat gerade um Hilfe gebeten. Hamza hat Massouds Organisation infiltriert, aber seine Tarnung ist aufgeflogen. Wo ist er? Er versteckt sich in den unteren Etagen beim Poolbereich. Nimm den Aufzug. Lambert, Emil will eine Leiche, sonst... Verstehe. Gib dein Bestes. Schaff Hisham dann durch das Parkhaus da raus.
sûr et l'eau que ça n'a pas banda kuna. Soll ich diesen Hamza finden und töten, wenn ihr alle rum... Schmerde. Auduni, Abadallah! Wie soll ich diesen Hamza finden und töten, wenn ihr alle rumballert? Ich dachte, die Rebellen wären auf unserer Seite. Thank you.
Stehen bleiben! Oh Mist. Nur eine Fleischwunde. Ja, ja, schon klar. Wie kriege ich dich jetzt am besten zum Parkplatz? Wir gehen. Dabei brauche ich deine Hilfe, Sam. Hab heute Morgen, als ich ankam, die Leichen gezählt. Hatte einer von ihnen deine Größe? Weiß nicht. Thank you.
viel zu schwül. Bin ich froh, dass du auf meiner Seite bist. Wir sind da. Lass mich hier.
Dein Hubschrauber wartet. Schaffst du das auch allein? Sicher. Danke, Sam. Ich verdank dir mein Leben. Hättest du für mich doch auch getan. Ja, aber du brauchst ja nie Hilfe. Lass dich zusammenflicken. Sam, hier ist ein Geschenk für dich. Diese Spritze enthält eine Kombination aus einem Gerinnungsmittel und Adrenalin. Wenn du schwer verwundet bist, stillt das Zeug deine Blutung und du bleibst am Leben. Naja, wenn du Glück hast. Ich sterbe also einfach etwas später. Ist nur, um die Zeit zu überbrücken, bis Hilfe eintrifft. Wurde aber noch nie im Einsatz erprobt. Danke. Tu mir den Gefallen und sorg dafür, dass du das Ding nicht brauchst. Fischer, bitte melden. Ja, Boss? Haben Sie Hamza gefunden? Nein, er ist untergetaucht. Das ist inakzeptabel. Ich erwarte mehr von Ihnen. Leider fehlt uns die Zeit. Sichern Sie die Abholzone, damit unser Hubschrauber landen kann. Über Ihr Missgeschick sprechen wir später noch.
viel zu heiß.